Zu diesem Video ist ein Lehr- und Übungsbuch erhältlich, das neben der Theorie vor allem aber eine große Anzahl an prüfungsrelevanten Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen enthält. Durch einen Klick auf die rechts oben stehende Infokarte gelangen Sie auf unsere Homepage www.inkmatte.de und können dort dieses Buch bestellen oder auch nur einige Seiten aus diesem Buch probelesen. Herzlich willkommen zur 214. Folge Angewandte Mathematik für Ingenieure. In dieser Folge soll der Frage nachgegangen werden, ob es Vektorfelder gibt, bei denen der Wert eines Kurvenintegrals unabhängig vom durchlaufenden Weg ist. Wir betrachten dazu zunächst einmal ein Vektorfeld V und dieses Vektorfeld V sei eine Abbildung aus einer Teilmenge, die ich hier mit G bezeichne, aus dem R auch N in den R auch N hinein. Diese Teilmenge G, die möchte ich ja mal symbolisieren durch diese geschlossene Kurve hier. Das sei also hier die Teilmenge G aus dem R auch N. Und wir betrachten nun zwei Punkte in dieser Teilmenge G. Den einen Punkt, den möchte ich hier mal als Anfangspunkt X bezeichnen und einen zweiten Punkt als Endpunkt Y. Und wir können nun diese beiden Punkte x und y verbinden durch zwei verschiedene Kurven. Die eine Kurve möchte ich hier mal vielleicht in blau einzeichnen. Die beginnt also am Anfangspunkt x und endet im Endpunkt y. Das sei die Kurve Gamma 1. Und eine zweite Kurve auch beginnend im Anfangspunkt x und sie endet im Endpunkt y. Das sei die Kurve Gamma 2. Und man kann sich jetzt fragen, ob die Kurvenintegrale zweiter Art über die Kurve Gamma 1 und über die Kurve Gamma 2 eventuell denselben Wert liefern. Das heißt also, ist das Kurvenintegral zweiter Art über die Kurve Gamma 1 VdS, liefert dieses Kurvenintegral vielleicht denselben Wert wie das Kurvenintegral über die Kurve Gamma 2 VdS? Das ist hier also die Frage, wie gesagt, und dazu betrachten wir zunächst einmal ein kleines Beispiel. Und der Einfachheit halber betrachte ich hier nur Vektorfelder aus dem R auch 2. Und zwar diese Vektorfelder, die möchte ich hier mal bezeichnen, einerseits mit V und andererseits mit W. Das seien in unserem Fall jetzt Abbildungen aus dem R auch 2 in den R auch 2. Und diese Vektorfelder seien folgendermaßen definiert. Das Vektorfeld V in Abhängigkeit der Koordinaten x und y definieren wir uns auf folgende Art und Weise. Die erste Komponentenfunktion sei einfach x² und die zweite Komponentenfunktion sei hier x mal y. Das zweite Vektorfeld W ist etwas abgewandelt, also fast gleich wie das Vektorfeld V. Und zwar ist dieses definiert folgendermaßen. Die erste Komponentenfunktion lautet wieder x², die zweite Komponentenfunktion in diesem Fall aber nur y. Und wir wählen uns jetzt zwei verschiedene Wege und diese Wege bezeichne ich hier mit Gamma 1 und Gamma 2. Und diese beiden Wege, das seien Abbildungen aus dem kompakten Intervall von 0 bis 1 in den R auch 2 hinein. Und diese Wege sind folgendermaßen definiert. Der Weg Gamma 1 in Abhängigkeit von t definieren wir uns folgendermaßen, nämlich die erste Komponentenfunktion lautet t und die zweite Komponentenfunktion lautet ebenfalls t. Der zweite Weg, den wir hier betrachten wollen, Gamma 2 von t, den definieren wir uns folgendermaßen, die erste Komponentenfunktion lautet t und die zweite Komponentenfunktion t hoch 3. Zunächst einmal sieht man hier, wenn wir diese Wege betrachten, dass diese Wege den gleichen Anfangspunkt und den gleichen Endpunkt haben, denn es gilt, wenn Sie Gamma 1 an der Stelle 0 betrachten, kommt derselbe Vektor raus wie Gamma 2 an der Stelle 0, nämlich gerade der Koordinatenursprung 0, 0, denn Sie müssen für t ja einfach nur die 0 einsetzen jeweils. Das heißt, gleicher Anfangspunkt und der Endpunkt ist ebenfalls gleich, denn Gamma 1 an der Stelle 1 liefert denselben Vektor wie Gamma 2 an der Stelle 1, nämlich den Vektor 1, 1. Diese beiden Wege können wir uns in einem zweidimensionalen Koordinatensystem einmal vielleicht hinzeichnen. Der Anfangspunkt wäre hier also der Koordinatenursprung. Den deute ich hier mal durch diesen Punkt an, das ist also der Vektor x sozusagen und der Endpunkt letztendlich liegt im Punkt 1, 1, also hier oben ungefähr, das ist der Endpunkt y. Die erste Kurve durchläuft also den Anfangspunkt in den Endpunkt hinein und zwar genau auf einer winkelhalbierenden, denn die Koordinaten lauten ja t und t, das heißt also wir halten für den ersten Weg Gamma 1
diese Kurve hier. Und die zweite Kurve, dabei handelt es sich um eine kubische Parabel, wie Sie sehen. Sie haben als x-Koordinate t, als y-Koordinate t hoch 3. Das liefert also letztendlich ungefähr diesen Weg hier. Gamma 2. Oder besser gesagt die Kurve Gamma 2. Und was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen jetzt einmal das Kurvenintegral zweiter Art berechnen, einerseits über das Vektorfeld V und andererseits einmal über das Vektorfeld W, und zwar über beide Kurven Gamma 1 und Gamma 2. Vielleicht fangen wir da zunächst einmal damit an, dass wir das Kurvenintegral betrachten über die Kurve Gamma 1 über das Vektorfeld V ds. In der letzten Folge hatten wir gezeigt oder definiert, wie man ein Kurvenintegral zweiter Art zu berechnen hat. In unserem Fall wäre das das Integral von 0 bis 1 über das euklidische Skalarprodukt über das Vektorfeld V an der Stelle Gamma 1 von t, Skalar multipliziert mit Gamma 1 Strich von t. Wie gesagt, das wurde schon im letzten Video definiert, dt. Konkret heißt das in unserem Fall, das ist das Integral von 0 bis 1 über das euklidische Skalarprodukt. Wir müssen jetzt das Vektorfeld V betrachten an der Kurve Gamma 1 von t. Das heißt, wir müssen die x-Komponente im Vektorfeld durch t ersetzen und die y-Komponente ebenfalls durch t. Das heißt, aus x² wird dann einfach t², aus x mal y wird ebenfalls t², skalar multipliziert mit Gamma 1 Strich von t. Wenn Sie den Weg Gamma 1 ableiten nach t, erhalten Sie hier einfach den Vektor 1, 1, denn t abgeleitet liefert ja bekanntlich den Wert 1. Die Auswertung dieses euklidischen Skalarprodukts ergibt dann das Integral von 0 bis 1. Ja, t² mal 1 ist t², plus t² mal 1 gibt nochmal t², sodass wir hier insgesamt 2 mal t² haben. Die Stammfunktion von 2 mal t² liefert ja bekanntlich 2 Drittel t hoch 3 und das Ganze muss berechnet werden in den Grenzen von 0 bis 1. Hier brauchen wir nur die obere Grenze zu berücksichtigen. Wir halten also, wenn wir die 1 ansetzen, einfach 2 Drittel minus die untere Grenze, ja für t gleich 0 eingesetzt, erhalten Sie einfach 0, sodass hier letztendlich herauskommt der Wert 2 Drittel. Das ergibt also das Kurvenintegral zweiter Art über das Vektorfeld V entlang der Kurve Gamma 1. Jetzt betrachten wir nochmals das Vektorfeld V, allerdings integrieren wir jetzt entlang der Kurve Gamma 2. Ergibt hier also in unserem Fall das Integral von 0 bis 1. Diesmal müssen wir das euklidische Skalarprodukt des Vektors V an der Stelle Gamma 2 von t bilden. Skalar multipliziert mit Gamma 2 Strich von t. Das Ganze dt. Konkret eingesetzt heißt das, das Integral von 0 bis 1 über das euklidische Skalarprodukt. Wir müssen nun also das Vektorfeld v an der Kurve Gamma 2 berechnen. Das heißt, in unserem Fall muss x durch t ersetzt werden und y durch t hoch 3. Das heißt, die erste Komponentenfunktion geht dann über, x wird durch t ersetzt, liefert wieder t Quadrat und x mal y liefert dann t mal t hoch 3, das gibt dann zusammengefasst t hoch 4. Dieser Vektor muss skalar multipliziert werden mit Gamma 2 Strich von t, leiten Sie Gamma 2 von t einmal ab, dann erhalten Sie den Vektor 1 und 3 t Quadrat und das Ganze dt. Auswertung des euklidischen Skalarproduktes liefert hier t² mal 1 ist t² und t hoch 4 mal 3 t² liefert plus 3 t hoch 6 dt. Die Stammfunktion ergibt hier offensichtlich, ja, aus t² wird 1 Drittel t hoch 3 und aus 3 t hoch 6, da erhalten Sie dann 3 Siebtel t hoch 7 und das Ganze in den Grenzen von 0 bis 1. Auch hier brauchen wir im Prinzip nur die obere Grenze zu berücksichtigen. Das gibt also, wenn Sie die 1 einsetzen, einmal 1 Drittel plus 3 Siebtel minus die Stammfunktion an der unteren Grenze gibt hier 0, also brauchen wir nicht zu berücksichtigen. 1 Drittel plus 3 Siebtel, ja, das bringen wir mal auf den Hauptnenner zunächst, auf 21. Die 3 geht in die 21 siebenmal rein, die 7 geht in die 21 dreimal rein, 3 mal 3 ist 9, sodass wir insgesamt hier erhalten 16 21.
Was sehen wir hier? Wir sehen, dass die Kurvenintegrale zweiter Art hier offensichtlich zwei verschiedene Zahlenwerte ergeben. Das heißt, das Kurvenintegral hängt hier offensichtlich davon ab, auf welchem Weg Sie den Anfangspunkt x mit dem Endpunkt y verbinden. Also wir können hier für das Vektorfeld v sagen, dass das Kurvenintegral über die Kurve Gamma 1 v mal ds skalar multipliziert offensichtlich nicht denselben Wert liefert wie das Kurvenintegral über die Kurve Gamma 2 vds. Das heißt also, das Kurvenintegral ist hier offensichtlich abhängig vom gewählten Weg. Jetzt betrachten wir im dritten Fall wieder das Kurvenintegral zweiter Art, allerdings jetzt über das Vektorfeld w, also drittens. Wir wollen jetzt zunächst einmal das Kurvenintegral zweiter Art über die Kurve Gamma 1 berechnen, und zwar über das Vektorfeld w mal ds. Ist zunächst einmal das Integral von 0 bis 1 über das Skalarprodukt von w an der Stelle Gamma 1 von t, skalar multipliziert mit Gamma 1 Strich von t. dt gibt hier konkret in unserem Fall das Integral von 0 bis 1 über das Skalarprodukt. Ja, was müssen wir machen? Wir müssen jetzt x ersetzen durch t, also die erste Komponentenfunktion x² geht dann über in t² und y muss ebenfalls durch t ersetzt werden, das liefert einfach t. Skalar multipliziert mit Gamma 1 Strich, Gamma 1 Strich hatten wir schon berechnet, das ist der Vektor 1, 1 und das Ganze dt. Die Auswertung dieses euklidischen Skalarproduktes liefert dann t² mal 1 ist t² und t mal 1 gibt t. Die Stammfunktion, ja, wie lautet die hier? Die lautet, aus t² wird 1 Drittel t hoch 3, wie man sieht, und aus t wird einfach 1 Halb t². Und das Ganze in den Grenzen von 0 bis 1. Wir brauchen hier nur die obere Grenze einsetzen, denn die untere Grenze liefert ja den Zahlenwert 0, sodass wir hier halten in der oberen Grenze 1 Drittel plus 1 Halb. Bringen wir das Ganze auf Sechstel, erhalten wir 2 Sechstel plus 3 Sechstel, würde hier den Wert 5 Sechstel liefern. Im vierten Punkt betrachten wir jetzt noch einmal das Kurvenintegral, allerdings jetzt über die Kurve Gamma 2 über das Vektorfeld w mal ds. Wäre hier ebenfalls wieder das Integral von 0 bis 1 über das euklidische Skalarprodukt w an der Stelle, diesmal aber Gamma 2 von t, skalar multipliziert mit Gamma 2 Strich von t. dt gibt hier konkret das Integral von 0 bis 1 über, wir müssen jetzt das Vektorfeld w ersetzen durch die Kurve im Argument Gamma 2. Das heißt, x muss durch t ersetzt werden. Das heißt, wir halten in der ersten Komponente t² und in der zweiten Komponente steht y und das y wird durch t hoch 3 ersetzt. Das heißt also, wir halten dann hier t hoch 3 skalar multipliziert mit Gamma 2. Gamma 2 Strich von t und Gamma 2 Strich, das war ja gerade 1 und 3 t². Das hatten wir hier oben schon einmal berechnet. Werten wir dieses euklidische Skalarprodukt jetzt aus, das heißt t² mal 1 gibt ja t² und t hoch 3 mal 3 t², das gibt plus 3 t hoch 5 und das Ganze dt. Die Stammfunktion hiervon lautet, aus t² wird 1 Drittel t hoch 3 und aus 3 mal t hoch 5 wird 3 Sechstel t hoch 6. 3 Sechstel können wir aber kürzen, das ist nichts anderes wie 1 Halb t hoch 6 und das Ganze in den Grenzen von 0 bis 1. Auch hier brauchen wir nur wieder die obere Grenze einsetzen, denn die untere Grenze 0 liefert hier keinen Beitrag. Wir halten hier also ebenfalls 1 Drittel plus 1 Halb, also dasselbe Ergebnis wie oben, nämlich 5 Sechstel. Sie sehen hier also offensichtlich, dass es bei diesem Vektorfeld w nicht darauf ankommt, wie Sie den Punkt x mit dem Punkt y verbinden. Denn wir haben hier gesehen, wenn Sie entlang der Kurve Gamma 1 integrieren, ergibt sich derselbe Zahlenwert, als wenn Sie entlang der Kurve Gamma 2 integrieren. Das heißt hier also offensichtlich, dass das Kurvenintegral unabhängig ist, welchen Weg Sie hier wählen. Zumindest für diese beiden Wege haben wir das hier gezeigt. Das heißt, das Kurvenintegral über die Kurve Gamma 1 VDS liefert hier denselben Wert wie das Kurvenintegral über die Kurve Gamma 2 VDS.
Das heißt also, dieses Kurvenintegral ist unabhängig von dem gewählten Weg. Und wir wollen das Ganze jetzt einmal verallgemeinern auf den n-dimensionalen Fall. Wir betrachten jetzt also zunächst einmal eine Teilmenge g aus dem R auch n. Und diese Teilmenge g, die möchte ich hier wieder symbolisieren durch diese geschlossene Linie hier. Das sei also unsere Teilmenge g aus dem R auch n. Und wir betrachten jetzt einmal ein Vektorfeld v. Und dieses Vektorfeld v ist eine Abbildung aus dieser Teilmenge g in den R auch n hinein. Und wir betrachten jetzt zwei beliebige Punkte, x und y, die in der Menge g liegen sollen. Und x, den wollen wir als Anfangspunkt wieder bezeichnen und y hier als Endpunkt. Und wir wollen jetzt diese beiden Punkte verbinden, so wie oben auch schon, durch zwei verschiedene Kurven. Beispielsweise einmal durch diese blaue Kurve wird der Punkt x mit y verbunden, das ist die Kurve Gamma 1. Und eine zweite beliebige Kurve, das sei die Kurve Gamma 2. Wenn nun für beliebige Punkte x und y aus der Menge g und beliebige Kurven in g mit gleichem Anfangspunkt x und gleichem Endpunkt y die Kurvenintegrale zweiter Art denselben Wert ergeben, dann heißt ein solches Vektorfeld konservativ. Und das möchte ich jetzt zunächst einmal festhalten in unserer ersten Definition. Also Definition sei zunächst einmal n eine beliebige natürliche Zahl, ein stetiges Vektorfeld v, und dieses Vektorfeld v soll sein eine Abbildung aus einer Teilmenge g des r auch n in den r auch n hinein. Heißt konservativ, wenn für jedes Paar von Punkten jedes Paar von Punkten, und diese Punkte bezeichne ich wieder mit x und y, aus der Menge g und für zwei beliebige und für zwei beliebige stetig differenzierbare Jordan-Kurven, und diese Jordan-Kurven bezeichne ich hier wieder wie üblich mit Gamma 1 und Gamma 2, in G, also die müssen in G drin liegen, in dieser Teilmenge G des R auch N, die den Anfangspunkt x und den Endpunkt y miteinander verbinden. Gilt, und zwar, dass das geschlossene Kurvenintegral über die Kurve, falsch, gilt, dass das Kurvenintegral über die Kurve Gamma 1 VdS denselben Wert hat wie das Kurvenintegral über die Kurve Gamma 2 VdS. Das heißt also, ein Vektorfeld ist genau dann konservativ, wenn sie sich für egal welche Punkte, zwei Punkte x und y, sie sich aus der Menge g auswählen und egal mit welchen Kurven sie den Anfangspunkt x mit dem Endpunkt y verbinden, wenn die Kurvenintegrale zweiter Art
jeweils immer denselben Wert ergeben, dann wollen wir ein solches Vektorfeld konservativ nennen. Aus dieser Definition ergibt sich jetzt unmittelbar der folgende Satz. Und zwar Satz. Sei n wieder eine natürliche Zahl, eine beliebige natürliche Zahl, und wir betrachten ein Vektorfeld V, das wieder eine Abbildung sein soll, aus einer Teilmenge G des R auch N in den R auch N. Und dieses Vektorfeld sei ein stetiges Vektorfeld. Ein stetiges Vektorfeld. Das Vektorfeld V ist genau dann konservativ, wenn für jede geschlossene, und das ist hier wichtig, nämlich für jede, und das möchte ich hier auch vielleicht gleich mal unterstreichen, in Rot, wenn für jede geschlossene, stetig differenzierbare Jordan-Kurve, und die möchte ich hier bezeichnen mit Gamma, die in G liegt, folgendes gilt, und zwar, dass das geschlossene Kurvenintegral über jede beliebige geschlossene Kurve VdS den Wert 0 liefert. So, diesen Satz, den wollen wir jetzt zunächst einmal beweisen. Also wenn das Kurvenintegral über irgendeine beliebige geschlossene, stetig differenzierbare Jordan-Kurve den Wert 0 liefert, dann ist ein solches Vektorfeld konservativ. Wir betrachten jetzt, also Beweis vielleicht, ich schreibe hier unten mal weiter, Beweis. Wir betrachten dazu jetzt einmal eine beliebige geschlossene Jordan-Kurve in dieser Menge G, also sei, und diese Kurve bezeichnen wir mit Gamma. Gamma, eine Kurve oder ein Weg besser gesagt, der eine Abbildung ist aus dem kompakten Intervall AB in den R auch N hinein, eine beliebige Jordan-Kurve. Also irgendeine mit der Eigenschaft allerdings, dass der Anfangspunkt mit dem Endpunkt übereinstimmt. Das heißt, mit X und diesen Anfangspunkt definieren wir uns, das soll sein Gamma an der Stelle A gleich Gamma an der Stelle B. Das heißt, der Anfangspunkt hängt hier mit dem Endpunkt, sind also identisch. Und wir betrachten jetzt einen weiteren Punkt Y auf dieser Kurve Gamma. Und dieses Y ist irgendein Kurvenpunkt, also ein Punkt aus der Menge Gamma von T. Für die gilt, dass t irgendeine Zahl ist aus dem offenen Intervall AB. Das sei also ein beliebiger Punkt auf der Kurve Gamma. Das können wir uns zunächst einmal vielleicht hier hinzeichnen. Ich zeichne jetzt also zunächst einmal eine geschlossene Kurve. Das sei eine Kurve Gamma in der Teilmenge G des R auch N, und wir betrachten einmal den Anfangspunkt, vielleicht diesen hier, das sei der Punkt X. Und wir betrachten einen beliebigen weiteren Punkt irgendwo auf der Kurve, vielleicht diesen hier, das sei der Punkt Y. Wir können nun Folgendes machen. Wir können jetzt die gesamte Kurve folgendermaßen darstellen. Wir können zunächst einmal ein Kurventeilstück definieren, bei X beginnend und nach das bis nach Y reicht, und dieses zeichne ich mal in Blau hier ein. Wir laufen mal auf den oberen Teil dieser geschlossenen Kurve hier vom Anfangspunkt X in den Endpunkt Y hinein. Das sei die Teilkurve Gamma 1, und die zweite Teilkurve beginnt ebenfalls wieder am Anfangspunkt X und endet im Endpunkt Y, allerdings auf dem unteren Teil hier. Die durchlaufen wir also in dieser Richtung, das sei die Kurve Gamma 2.
Das heißt, unsere geschlossene Jordan-Kurve können wir dann offensichtlich darstellen. Das Gamma ist dann gleich Gamma 1 plus, und jetzt müssen wir die Kurve Gamma 2 entgegengesetzt durchlaufen, also die inverse Kurve nehmen. Und das hatten wir im letzten Video gesehen. Das bezeichnen wir dann mit minus Gamma 2. Minus Gamma 2 bedeutet, wir durchlaufen die Kurve Gamma 2 in entgegengesetzter Richtung. So, wir fangen jetzt einmal an. Wir müssen ja hier eine Äquivalenz beweisen. Wir fangen mal mit der Vorwärtsrichtung hier vielleicht einmal an. Also wir beweisen jetzt die Vorwärtsimplikation, und die setzt voraus, sei V konservativ. Also das Vektorfeld, nehmen wir mal an, ist konservativ. Was heißt das? Nach unserer obigen Definition heißt das, das bedeutet in unserem konkreten Fall, betrachten Sie das Kurvenintegral über die Kurve Gamma 1 VdS, muss das offensichtlich denselben Zahlenwert ergeben, als wenn Sie das Kurvenintegral über die Kurve Gamma 2 VdS bilden. Das ist ja unsere Voraussetzung, wenn V konservativ ist. So, nun fangen wir an. Wir betrachten jetzt das geschlossene Kurvenintegral über die Kurve Gamma VdS. So, die Kurve Gamma können wir aber darstellen als das Integral über Gamma 1 plus der inversen Kurve minus Gamma 2 über das Vektorfeld VdS. Dieses Kurvenintegral können wir aufsplitten in zwei Integrale. Einmal das Integral über Gamma 1 VdS plus das Integral über minus Gamma 2 genau genommen. Also das setze ich mal hier bewusst in Klammern, um das hier etwas abzuheben. Und nun wenden wir die Rechenregeln an, die wir im letzten Video schon gezeigt haben. Wie berechnet man das Kurvenintegral über eine inverse Kurve? Das geht einfach so, indem Sie das Minuszeichen, was im zweiten Integral ja vorkommt, einfach vorziehen. Das heißt, wir halten hier Gamma 1, das Kurvenintegral über Gamma 1 VdS, minus das Kurvenintegral über Gamma 2 VdS. Nun wissen wir nach Voraussetzung, dass diese beiden Kurvenintegrale denselben Wert liefern. Das heißt, dies hier gibt den Wert 0, und zwar nach Voraussetzung, also erhalten wir 0. Damit haben wir gezeigt, dass das geschlossene Kurvenintegral auf jeden Fall den Wert 0 ergeben muss, unter der Voraussetzung, dass das Vektorfeld V ein konservatives Vektorfeld ist. Nun müssen wir noch die Rückwärtsimplikation beweisen, also die Richtung nach links hin. Was ist jetzt unsere Voraussetzung hier? Wir wählen zunächst einmal zwei beliebige Punkte x und y aus der Menge G. Und wir wählen zwei beliebige Kurven, Gamma 1 und Gamma 2, und zwar stetig differenzierbare Jordan-Kurven, die x und y verbinden. Also stetig differenzierbare Jordan-Kurven, die x und y miteinander verbinden. Das bedeutet, auch in diesem Fall können wir wieder unsere geschlossene Kurve darstellen. Gamma lässt sich dann wieder schreiben als Gamma 1 plus minus Gamma 2. Nun, diese Jordan-Kurve ist dann eine geschlossene Jordan-Kurve mit gleichem Anfangspunkt und gleichem Endpunkt x. Also der Anfangspunkt und Endpunkt ist bei dieser geschlossenen Kurve x. Und das bedeutet, unsere Voraussetzung ist ja jetzt, 0 ist offensichtlich das geschlossene Kurvenintegral über die Kurve Gamma v mal ds. Ist aber wieder, wenn wir das aufsplitten, das Kurvenintegral über Gamma 1 plus minus Gamma 2 VdS. Und dieses Integral können wir wieder aufspalten, genauso wie wir das oben schon gemacht haben. Das Kurvenintegral über Gamma 1 VdS plus das Kurvenintegral über die inverse Kurve minus Gamma 2 VdS. Und die Rechenregeln für inverse Kurven wenden wir jetzt hier an aus dem letzten Video. Das gibt also das Kurvenintegral über die Kurve Gamma 1 V mal ds. Und das Minuszeichen können wir im zweiten Integral vorziehen. Das gibt also minus das Kurvenintegral über die Kurve Gamma 2 V mal ds.
Und da das 0 ist, wie Sie hier sehen, folgt daraus sofort, ja, dann muss gelten, das Kurvenintegral über Gamma 1 VDS muss denselben Wert liefern wie das Kurvenintegral über die Kurve Gamma 2 V mal DS. Und damit wäre dieser Satz auch schon bewiesen, wie Sie sehen. Ich möchte jetzt noch eine kleine Bemerkung dazu machen, warum Vektorfelder, bei denen das geschlossene Kurvenintegral den Wert 0 ergibt, konservativ ist oder konservativ heißt. Und dazu betrachten wir uns vielleicht einmal ein konservatives Kraftfeld. Also noch eine kleine Bemerkung. Wir betrachten mal ein konservatives Kraftfeld. Aus der Physik und Kräfte werden ja in der Physik mit dem Symbol F bezeichnet. Wir betrachten jetzt also ein Kraftvektorfeld F im R auch 3 und zwar mit der Eigenschaft, egal welche Kurve Sie betrachten, das geschlossene Kurvenintegral über eine Kurve Gamma F mal ds ist gleich 0. Das heißt also, unser Kraftfeld ist konservativ. Und warum bezeichnen wir ein solches Vektorfeld als konservativ? Dazu betrachten wir wieder eine geschlossene Kurve einmal wieder. Diese hier beispielsweise, das sei also die Kurve Gamma. Wir betrachten hier mal den Anfangspunkt x und auf der Kurve irgendwo ein Endpunkt y. Und wir stellen uns einmal vor, wir wollen jetzt einen Massenpunkt mit der Masse m, der am Anfangspunkt liegt, den zeichne ich ja mal in rot rein, den wollen wir nun vom Anfangspunkt x in den Endpunkt y hinein verschieben. Und wir nehmen jetzt einmal an, dass wir dazu eine Arbeit aufwenden müssen. Wir müssen also eine Arbeit hineinstecken, um diesen Massenpunkt m vom Anfangspunkt x in den Endpunkt y zu verschieben. Also die Arbeit, die bezeichnen wir in der Physik mit W, wäre hier das Kurvenintegral und zwar über den ersten Weg. Den male ich hier mal in rot ein. Das sei die Kurve Gamma 1, die wir durchlaufen wollen in dieser Richtung, also Gamma 1. Über Gamma 1 FDS, das ist die Arbeit, die wir hineinstecken müssen. Wenn Sie nun über die zweite Kurve, die vom Anfangspunkt X in den Endpunkt Y hinein zeigt, und zwar entgegengesetzt laufen, dann würden Sie, wenn dieses Kraftfeld konservativ ist, wieder diese Arbeit zurückgewinnen, die Sie reingesteckt haben. Das heißt, die Arbeit, die Sie jetzt hier gewinnen würden, wäre hier in diesem Fall das Kurvenintegral über Gamma 2 f mal ds. Und da wissen wir ja, da ja das Kurvenintegral, das geschlossene Kurvenintegral, den Wert 0 hat, ist das gerade minus dem Kurvenintegral über die Kurve Gamma 1 f mal ds. Das heißt also, die Arbeit, die Sie hineingesteckt haben, um den Massenpunkt m über die Kurve Gamma 1 vom Anfangspunkt x in den Endpunkt y zu verschieben, die wird sozusagen konserviert und die erhalten Sie sozusagen wieder zurück, wenn Sie diesen Massenpunkt vom Endpunkt y auf der Kurve Gamma 2 in den Anfangspunkt x wieder hinein verschieben. Daher der Name konservative Vektorfelder. Hier wird sozusagen die Arbeit konserviert. Vielleicht noch eine kleine Bemerkung. Der Nachweis, dass ein Vektorfeld konservativ ist, ist mit dem obigen Satz in der Praxis wohl nicht möglich, denn dazu müssten Sie ja zeigen, dass für alle nur möglichen geschlossenen Kurven die Kurvenintegrale stets denselben Wert, nämlich den Wert 0, ergeben. Kriterien, die sich für die Praxis eignen, um die Konservativität von Vektorfeldern nachzuweisen, das wird der Gegenstand der nächsten beiden Videos sein. Zu diesem Video ist ein Lehr- und Übungsbuch erhältlich, das neben der Theorie vor allem aber eine große Anzahl an prüfungsrelevanten Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen enthält. Durch einen Klick auf die rechts oben stehende Infokarte gelangen Sie auf unsere Homepage www.inkmatte.de und können dort dieses Buch bestellen oder auch nur einige Seiten aus diesem Buch probelesen.